Anne. Im reformierten Gemeindehaus in Uelsen findet demnächst ein Glaubenskurs statt. Warum sollte ich mich auf den Weg machen, dahin gehen? Naja, ich nenne erstmal den Titel. Der lautet nämlich Spürbar, Glauben, Leben, der Nachfolgekurs. Es geht also darum, wie kann ich meinen Glauben im Alltag leben? Wie wird er spürbar? Wie kriege ich also Glaube und Leben miteinander in Verbindung? Und Nachfolge bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Glauben und Leben eine Einheit bilden. Ich will es mal deutlich machen, zum Beispiel, was bedeutet mir der Glaube in unterschiedlichen Beziehungen, in denen ich lebe? Was bedeutet mir der Glaube in den Hoch- und Tiefzeiten meines Lebens? Also da, wo es mir besonders gut geht oder da, wo ich auch besonders traurig bin. Darüber möchten wir an drei Abenden nachdenken. Jetzt bist du ja schon eingestiegen und hast die Themen angerissen. Wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Kurs eher so für Menschen gedacht, die schon ein Stück Glaubensweg hinter sich haben. Ja, für die ist es in erster Linie gedacht, da hast du recht. Sollen Menschen, die so ein Stück weit sagen, ja, Glaube ist mir wichtig, aber ich erfahre es nicht so im Alltag, solche Menschen sollen in diesem Glaubenskurs nochmal neu etwas mitbekommen. Aber natürlich, alle anderen können auch kommen, sind herzlich willkommen und vielleicht ist der Glaubenskurs ja gerade auch für Menschen, die ja, den Kontakt zum Glauben verloren haben, wieder eine tolle Möglichkeit, um wieder neu einzusteigen. Könnte ich mir gut vorstellen. Kannst du noch ein bisschen mehr über die Inhalte der drei Abende sagen? Wie gesagt, am ersten Abend geht es um unsere Beziehungen. Wir werden so eine Art Beziehungslandschaft mal aufbauen. Wer gehört eigentlich alles zu uns? Das sind natürlich unsere Verwandten, aber auch Freunde, Bekannte, Facebook-Bekannte und so weiter. Um zu gucken, was ist uns eigentlich wichtig und wertvoll an diesen Beziehungen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, was wir sind, verdanken wir Menschen, die uns geprägt haben in unserem Leben. Die Bibel erzählt da gleich am Anfang von, in der Schöpfungsgeschichte geht es eigentlich um Beziehung. Die Beziehung der Menschen zu Gott, aber auch die Beziehung der Menschen untereinander. Das soll es also am ersten Abend sein. Am zweiten Abend lautet der Titel von Hochpunkten und Tiefpunkten des Lebens. Also von Hochzeiten und Tiefpunkten des Lebens. Von Paulus gibt es einen wunderschönen Satz, der lautet, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und ich denke, das sollte eigentlich für Gemeinde auch gelten. Natürlich ist alles, was wir erleben, erstmal meine Privatsache. Aber ich lebe ja nicht nur privat, sondern ich lebe ja in einer Gemeinschaft. Und da können mich Menschen ja vielleicht auch ein Stück weit unterstützen in traurigen Situationen. Oder sich mit mir freuen, denn die schönste Freude ist immer, wenn andere sich mitfreuen. Darum soll es am zweiten Abend gehen. Ja, und am dritten Abend geht es darum, wozu braucht es eigentlich Kirche? Also, warum bin ich überhaupt in der Gemeinde engagiert? Aber auch, was kann denn eine Gemeinde für mich tun? Und alles abgeschlossen wird mit einem Gottesdienst am kommenden Sonntag in der reformierten Kirche hier in Uelsen. Ja, das war ja schon echt informativ, du hast schon eine ganze Menge erzählt. Da wird man schon ein bisschen neugierig. Wie ist das denn? Vielleicht kann man ja nicht an allen drei Abenden teilnehmen. Kann man auch an einem oder an zwei nur teilnehmen? Das ist kein Problem. Denn jeder Abend ist für sich abgeschlossen. Also das kann jeder machen, wie er möchte. Natürlich ist es toll, wenn ich mir die Zeit nehme, um alle drei Abende zu besuchen. Ja. Okay. In der Kirche ist es ja oft so, dass einer redet und alle anderen hören zu. Ja. Wie ist das denn an diesen Abenden? Glaubenskurse funktionieren immer, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Also wir haben ja nicht nur gemeinsame Lebenserfahrungen, weil jeder hat seine Lebenserfahrung, sondern jeder von uns hat ja auch Glaubenserfahrungen gemacht. Und sich darüber auszutauschen, das macht ja gerade solche Abende aus. Wir lernen voneinander. Natürlich gibt es kleine Inputs, um in das Thema reinzukommen, aber es geht auch darum, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Eine gute Gelegenheit, um nochmal darauf hinzuweisen, jeder, der kommt, erhält so ein Buch, in dem man während des Abends auch bestimmte Sachen aufschreibt. Dieses Buch kann man sich später ins Regal stellen und nach ein paar Jahren vielleicht wieder rausnehmen, um nochmal nachzublättern. Was war mir damals eigentlich wichtig? Für jeden Abend gibt es auch noch so ein kleines Mitbringsel, um die nächsten Tage nochmal an diesen Abend erinnert zu werden. Ja, super, Dieter. Dankeschön. Gerne.